Als letzten Schritt in dieser Versuchs- und Übungsreihe, wie öffne ich meinen Ansatz, habe ich für euch noch einen Erste-Hilfe-Not-Trick, der funktioniert, wenn ihr einfach keine Kontrolle mehr habt. Wenn ihr merkt, ihr habt einfach zu viel Lippenspannung, vielleicht zu viel geübt, auf jeden Fall braucht man da etwas, was schnell und unkompliziert hilft. Und da gibt es, wie gesagt, einen Trick. Der sieht so blöd aus, aber ich meine, es ist ja klar, wenn man hier irgendwelche Tipps und Tricks gibt, muss man sich manchmal auch etwas peinlich darstellen. Ihr müsst euch selber bei diesem Trick ja nicht zugucken und werdet euch wundern, wie lustig das wird. Erstens drehe ich das Mundstück einfach um 90 Grad. Guckt euch das an. Also das Blatt steht jetzt nach links. Dann versuche ich jetzt bei geradem Saxophon, das ist ganz wichtig, Saxophon zu spielen. Das sieht nicht nur kacke aus, sondern es fühlt sich auch so an. Aber der Witz an der Sache ist, ich muss, um in dieser Stellung zu spielen, den Mund so weit aufmachen, dass auf einmal die gesamte Kieferspannung verschwindet. Der Kiefer muss sich öffnen. Es geht nicht anders. Ja, also so und schön. Wow. Ja. Und wenn ihr dann wieder das Mundstück in die ursprüngliche Position zurückführt, habt ihr einen viel, viel offeneren Klang. Ihr werdet euch wundern, was das bewirkt. Sehr spaßig, vor allem für die Umwelt, aber es funktioniert.